Das Hohelied, das auf Herrn Yücel angestimmt wird, kann den Missklang seiner Äußerungen nicht übertönen. Steigen wir also in den Morast des Tatsächlichen. Dem Autor, der den Niedergang Deutschlands beklagt, Thilo Sarrazin, ihm wünscht Herr Yücel den Tod. Zitat: Möge der nächste Schlaganfall sein Werk gründlicher verrichten an dieser Menschenkarikatur. Gemeint ist Sarrazin. Das ist unser geliebter Dennis. Überhaupt diese uns aufgedrängte Vornamenvertraulichkeit, wir Deutschen und unser Dennis, wann sind wir nur zu dieser herzlichen Verbundenheit gekommen? Diese Ikone der Linkspresse, also mit ihrer menschenverachtenden Sarrazin-Äußerung, so jemand ist für Frau Merkel ein Fall besonderer Dringlichkeit. Für Yücel ist der baldige Abgang der deutschen Völkersterben von seiner schönsten Seite. Das ist für Herrn Gabriel ein deutscher Patriot. Yücel freut sich aufs deutschen Sterben. Für ihn, betont Gabriel, habe er sich zweimal mit Präsident Erdogan getroffen. Yücel meint, etwas Besseres als Deutschland findet sich allemal. Gabriel, Chefkoch im Braten von Extrawürsten, betont, er habe mehrfach mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu gesprochen. Yücel will, dass Deutschland zwischen Frankreich und Polen aufgeteilt oder in einen Rübenacker verwandelt wird. Das ist für Gabriel ein Brückenbauer, vielleicht zwischen Frankreich und Polen. Yücel freut sich, dass das unvollendete Werk von Bomber Harris und Ilja Ehrenburg, Massentötung und Massenvergewaltigung, endlich vollendet wird. Heiko Maas, ausgerechnet der Erfinder des Tatbestands Hass, twittert bei Freilassung: Beste Nachricht, wo gibt. Ähnlich besoffen vor Freude gibt sich ein ganzer Reigen von Politikern und Medienleuten bestimmter Couleur, während dieser Hassprediger gegen alle Deutschen hetzt, schwelgend in gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wahrlich Rassismus pur. Und dann soll mit dem Verweis auf angebliche Satire, die alles dürfe, Übertreibung ist da aber nur eine Tarnkappe für wirklichen Hass, dann soll ein Zwei-Klassen-Redefreiheit eingeführt werden. Eine für establishmentnahe Antideutsche und eine für patriotische Normaldeutsche. Äußert der antideutsche Linke Hass, ist es Satire. Äußert der Normalbürger Kritik an der Regierung, ist es Hass. Maas bestimmt, was Satire ist, Gabriel, wer ein Patriot ist. Willkommen in der Welt der 16%-Partei. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Regierungspolitik im Innenressort ist grundsätzlich zu ändern. Die Milliardenkosten für die Migration spotten der eigentlichen Probleme. 700.000 Abgelehnte werden weiter alimentiert, trotz Defiziten bei Bildung, Renten, Wohnen, Sicherheit und Riesenschuldenlast. Kein Geld der Welt wird so schnell Lehrer, Polizisten und Wohnungen aus dem Boden stampfen, wie diese importierten Probleme wachsen. Die Gerichte kollabieren unter Asylklagen, 170.000 Haftbefehle werden nicht vollstreckt, die ordnende Kraft dieser Republik zerfällt. Die Proteste entstanden eben nicht in einem friedlichen Chemnitz vor 2015. Seither nehmen dort Schlägereien, Diebstähle, Vergewaltigungen dramatisch zu, alles durch illegal eingedrungene Migranten, die von der arbeitenden Bevölkerung auch noch alimentiert werden müssen. Da reicht nicht, wir machen Illegalität zu Legalität. Das könnte auch ein Mafiaboss sagen. Da werden Schüler ausgeraubt, mit gezogenem Messer wird ihnen Handy, Geld, Kleidung entwendet. Im Freibad werden Leute bespuckt, geschlagen, Mädchen sexuell belästigt. Auf der Straße herrscht das Recht des Stärkeren, das Recht der Messer. Duisburg, Berlin, Köln, Chemnitz, überall No-Go-Areas. Aber laut Regierung haben Bürger bloß Ängste. Und wer protestiert, ist Nazi. Den Deutschen wird in Chemnitz wie anderswo ihr täglicher friedlicher Lebensraum genommen. Das ist das Problem. Reitet, soll er weg. Die Haltung der Regierung nach all den Morden, Messerattacken, Vergewaltigungen ist nun klar. Sie wird nichts tun, gar nichts. Es geht mit dieser Migrationspolitik immer munter weiter. Merkel und Co. benutzen das Fehlverhalten einiger weniger, um tausende friedliche Demonstranten zu verleumden und so von ihrer eigenen politischen Mitverantwortung an Migrantenverbrechen abzulenken. Nein, wie Erdogan sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Islam und Islamismus. Islamismus ist nur angewandter Islam.
Der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil er nicht zu unserem Rechtsstaat gehören kann. Ein toleranter Islam ist westliches Wunschdenken. Euro-Islam, deutscher Islam, demokratischer Islam sind leere Fantastereien von runden Quadraten und eckigen Kreisen. Eine Studie unter muslimischen Schülern in Niedersachsen zeigt, 27% halten die Scharia für besser als deutsche Gesetze. 19% halten es für die Pflicht jedes Moslems, Ungläubige zu bekämpfen und den Islam auf der ganzen Welt zu verbreiten. 8% für Ausbreitung des IS, 4% für Terroranschläge. Die Verachtung Andersgläubiger ist genau die Einstellung, aus der Terrorismus entsteht. Denn wer den Lebensstil einer Gesellschaft radikal ablehnt, sie als sündig empfindet, geht leichter gewalttätig gegen sie vor. Anis Amri handelte im Vollgefühl seiner Legitimation durch den Koran. Der in der Schule gelehrte Koran und der von den Salafisten verteilte, ist derselbe.